Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Minecraft-Tutorial. Ich will euch heute zeigen, wie man eine ganz einfache Schiebetür bauen kann. Und das ist diese hier und die ist wirklich sehr praktisch. Ihr lauft drüber, sie geht auf und schließt sich wieder. Ihr drückt auf den Knopf, sie geht auf und ihr lauft wieder über die Blockwand und sie schließt sich. So, also wir bauen die jetzt einfach mal hier nach. Als erstes mal den Block, was die Tür ist. Also ich nehme Glas, weil das sehr schön aussieht. So. Ein Block entfernt, hier zwei Pistons hin. Hier. Zack. Jetzt könnt ihr hier Druckplatten verwenden oder ihr verwendet hier einen Knopf mit einem Block. Aber dann müsst ihr es anders verknüpfen. So, also, jetzt könnt ihr hier runter. Ah, hier müsst ihr euch jetzt runtergraben. Mal hier das Gras. Das machen wir nachher alles noch zu. So, macht hier drunter. Dann hier verbinden. Nun setzt sie hier. Ah, dann müsst ihr hier. Ihr müsst hier verbinden. Und hier eine Redstone-Torch hin. Dann darüber einen Block. Und einen Redstone. So macht ihr es hier auch. Redstone-Plug. Nein. Rüber, Redstone verbinden, Redstone Fackel, Block drauf und Redstone. So, der erste Schritt ist nun getan. So, jetzt könnt ihr schon hier drüber laufen. So, jetzt wollt ihr aber natürlich auch noch von hier aufmachen können. Dafür macht ihr jetzt einfach hier einen Block hin, verbindet ihn hier raus. Hier auch noch mal alles auf. Können hier wieder zumachen. Ich würde euch das am Anfang, wenn ihr Redstone-Anfänger seid, auch empfehlen, am Anfang alles wegzumachen. So. Jetzt müsst ihr einfach hier das verbinden, dass der Knopf ein Signal ausgibt. Hier runter. Und jetzt müsste es auch schon. So. Gut, also was ich euch noch empfehlen würde, hier einfach zwei Repeater hinzumachen, dass ihr noch ein bisschen Zeit habt durchzulaufen. Klar, und alles wieder schön zu machen. Hier müsst ihr einen Block lassen. Dass das Redstone nicht abgeschnitten wird. Hier zu wieder. Können wir wieder alles dicht machen. So. So, und es ist Nacht und eure Tür ist fertig. Jetzt könnt ihr es natürlich schön in euer Haus einbauen und es verdichten, dass es nicht so offen steht. Also, ihr lauft drüber, es funktioniert, ihr drückt drauf, es ist gar nicht Wartezeit, weil wenn hier keine Repeater wären, würdet ihr hier drauf drücken, es würde aufgehen, es würde hier wieder zugehen und dann wieder aufgehen und wieder zugehen. Jetzt ist es aber so, dass ihr auf den Knopf drückt, es geht auf. Ihr lauft drüber und erst dann geht es wieder zu. Ja, das war's eigentlich schon. Ich habe ja gesagt, es ist nicht schwer. Gut, also dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.